Bagan ist das Elmaslust, dat Bagan ist das Elmaslust, dat Bagan. Bah, es gibt doch nichts Schöneres als einen herrlichen Tag hier auf der Baustelle. Oh, hallo, hübsche Frau. Wie geht es Ihnen heute an diesem schönen Tag? Mensch, was haben wir heute für nette Gäste hier bei uns im Park? Immer. Jo, wie schaut's aus? Bist schon wieder kräftig am Backen, ne? Na klar, Alexander, kennst du mich doch. Ich glaube, heute kriegen wir richtig was geschafft. Wir haben ja viele freiwillige Baggerfahrer und Baggerfahrerinnen hier, die uns helfen. Ja, das glaube ich auch. Die schauen aus, als ob sie so richtig was wegbaggern könnten. Und zum geht das ja super schnell. Allerdings, Alexander, allerdings. Hier ist ganz schön was los. Wenn unsere Helfer hier weiter so ranklotzen, dann ist das in 0,nix erledigt. Aber den einen oder anderen können wir hier schon noch gebrauchen. Hey, du da! Du scheinst starke Arme zu haben. Und da vorne ist noch ein Bagger frei. Also nichts wie ran an Arbeit. Tja, Elmar, da musst eben auch mal mithelfen und nicht nur in der Gegend rumbacken und mit den Frauen flirten, nicht? Ja, das werde ich auf jeden Fall tun, Alexander. Aber im Moment arbeiten unsere Helfer so fleißig, ich glaube, wir haben Zeit für ein Päuschen. So ein leckeres Frikadellchen und vielleicht ein kleines Bierchen dazu. Das wäre jetzt genau das Richtige. Was meinst du? Das ist eine super Idee. Ich könnte jetzt auch Currywurst verdrungen. Alles klar, Alexander. Ich baggere hier noch den Haufen zur Seite und dann treffen wir uns vorne am Bütchen. Alles klar, Elmar. Pfiatti. Bis gleich, mein Lieber. Ah, dat Baggern ist dat Elmas Lust, dat Baggern ist dat Elmas Lust.